herzliches Moin Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ja, ich weiß, es ist momentan sehr, sehr viel passiert und konnte deswegen auch leider keine Videos aufnehmen. Also momentan alles mögliche, Schule, die Sammlung hat sich vergrößert, ja, eigentlich alles mögliche ist hier passiert. Zu dem, wer vielleicht schon im Hintergrund hier sieht, einmal das Gerätchen hier. Da habe ich nämlich mich jetzt mal mit einem Kollegen auseinandergesetzt, habe ich im Internet kennengelernt. Und ja, ich habe mich jetzt auseinandergesetzt mit diesen alten Röhrenradios hier. Und ich kann jetzt nun, sag ich mal, in Stand setzen. Ist zwar ein bisschen schwer, also wirklich sehr, sehr viel gerade Arbeit, kann ich hier gleich nochmal zeigen, habe ich hier sogar ein Gerät. Also ist jetzt nicht gerade so leicht, wie man sich es vorstellt mit den ganzen Verdrahtungen, aber wenn man das kann, dann ist das echt wunderbar. Und zur Sammlung an sich eigentlich, also ich hätte schon ein bisschen wirklich viel getan, muss man sagen. Wie zum Beispiel, was habe ich denn hier noch so liegen? Zum Beispiel dieses Gerätchen hier, ein Mini-Disc-Player. Mit auch ein kleines Stabbelchen hier von ganz vielen paar Minidisc hier. Sieht man. Bisschen bunte Farben, auch wenn immer. Ja, was hat sich denn noch so getan? Genau, hier im Hintergrund ist ja schon noch ein bisschen von meiner Vitrine noch etwas. Einmal habe ich hier, dieser kleine. Das ist einmal ein ganz alter, also Super 8 Projektor, nenne ich jetzt einfach mal. Kann auch normales 8mm Projektor sein, weiß ich aber leider nicht. Dann habe ich hier zum Beispiel noch drin, machen wir gerade mal auf, für zum Beispiel noch dieses Spiel, das habe ich letztens beim An- und Verkauf in der Stadt gefunden. Funktioniert sogar wunderbar. Ja, und sonst eigentlich habe ich in der Sammlung noch solche netten Gerätchen hier dazu bekommen, Sony Walkman. Also die ganz alten, die kaufe ich mir jetzt momentan sogar auch defekt und versuche sie wieder in Gang zu kriegen. So. Dann, ob man das sieht, nee, leider nicht. Amiga 500 habe ich jetzt auch noch dazu bekommen. Dann habe ich noch. Moment, da muss ich kurz mal holen. Auch ganz stolz drauf bin. Ein tragbares Tonbandgerät der Marke Uhr. Ist, sagen wir mal, sehr komfortabel. Man kann hier die Bänder aufmachen und auswechseln. Momentan läuft das jetzt gerade hier mit Stromkabel. Aber man kann hier auch 5 Batterien reinpacken und da läuft das auch. Ja. Sonst an sich eigentlich. Ja. Hat sich nicht so viel getan, also schulmäßig eigentlich, dass ich da jetzt noch Ausbildungsvorbereitendes Jahr gemacht habe. Danach jetzt momentan noch Ausbildung suchen, nach dem Traumberuf jetzt mit den ganzen elektronischen, wie gesagt, Fernseher, die Konsolen, die ich repariere und halt auch die Röhrenradios. Da wollte ich nämlich auch nochmal was zeigen. Und zwar habe ich hier momentan eins, was ich restauriere. Beziehungsweise repariere. Boah, das Ding ist immer so schwer. Und zwar einmal das hier. Ja, ist ein bisschen schwer, wie man vielleicht sieht. Das ist ein ganzes Chassis von einem Röhrenradio. Der Vorteil halt in den ganzen Dingern ist, man kann sie einfach, wie gesagt, komplett rausnehmen und dann halt hier auf der Platine zum Beispiel arbeiten. Die Dinger wiegen nur halt aber so viel. So. Ja, und das zweite Projekt, was ja vielleicht auch deutschsprachige Zuschauer verfolgen, das ist nämlich Tschernobyl bzw. Pripyat in Minecraft. Und ja, da bin ich momentan mit einem Freund ein bisschen noch dran, aber ja, er schwankt leider auch ein bisschen, also ist jetzt nicht gerade, ja, die Motivation, die fehlt einfach irgendwie. Momentan bin ich einfach mehr auf diese ganzen Retro-Sachen am Abfahren.
ja. Anlage habe ich jetzt momentan auch schon. Also komplett Retro-Anlage mit Kassettendeck, CD-Spieler, Plattenspieler, also alles mögliche eigentlich, was man haben kann. Ja. Das soweit eigentlich zu dem Infovideo. Und ja, die nächsten Videos, die werden dann irgendwann nochmal folgen. Ich habe mir jetzt noch überlegt, dass ich vielleicht nochmal ein Video mache, wie zum Beispiel hier so ein, ja, hier, dieses Radio zum Beispiel mal anmache und dann vielleicht mal zeige, wie es genau funktioniert. Also mit den Röhren, wie sie genau leuchten, wie dann der Ton darauf entsteht. Nur müsste ich da mal gucken, ich kann zumindest bei den großen Dingen hinter mir das Handy anschließen, dass ich dann keine kopiergeschützte Musik abspielen kann. Das ist zumindest der Vorteil. Bei Tonbandgeräten könnte ich das dann auch aufnehmen. Da hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Aber ja, das war eigentlich soweit eigentlich alles, was ich sagen wollte. Und hoffentlich werden dann auch weitere Videos, beziehungsweise Retro-Reviews, folgen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst ein Abo da, wenn ihr mich weiter folgen wollt, und auch ein Like. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann bei den nächsten Videos wieder. Und ja, falls ihr irgendwelche Ideen vielleicht auch habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal.